Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Es ist mir ein verdammtes Vergnügen, ihr wisst das. Und ja, wir gucken jetzt mal gerade, ob die Jungs dem Ganzen hier ein bisschen Herr werden können. Das dauert jetzt natürlich ein Schlückchen, bis die alle durch sind. Ist jetzt aber auch gar nicht mal schlimm. Das können wir jetzt mal vielleicht mal ein Sekündchen durchhalten. Weil die sollen ja hier auch ordentlich anliefern können. Und jetzt haben wir hier natürlich immer noch den Stau der Liebe. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen begrenzen. Das heißt, ich werde mal ganz kurz hier gucken, dass wir die Schiffe, die hier eh rumfahren, dass wir die mal ganz kurz wenden lassen. Auch den leider. Das ist dummerweise der Falsche, der hier wenden muss. Aber ich hätte das doch ganz gerne in etwas Ticken größer. Und der hier unten kommt hier an. Dann haben wir da nämlich auch mal ein bisschen was. Jetzt können wir den hier, der voll beladene, wieder zurückwenden lassen. Und der hier kann auch wieder wenden. So, dann haben die nämlich, Jungs, auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Liebe. Und dann brauche ich nur die Schiffe, die hier rankommen und auch nur die, die ich sehe. Und dann sage ich, pass auf, die Waren hier, die gehen auf Terminal 2. Genau, so, dann haben wir das nämlich auch gelöst. Dann läuft das nämlich ein bisschen schöner, ein bisschen hübscher. So. Hier gibt es noch ein kleines Straßenupdate, da können wir die 100 km/h jetzt auch ermöglichen. Steigung zu großen, no! So. So, zumindest jetzt, ich sag jetzt mal, Steigung auch zu groß, das ist manchmal echt ein Mist hier. Ein Mist ist das. Hier ist der Bau nicht möglich. Aber hier... Und hier ist wahrscheinlich die Steigung dahingehend das Problem, dass das hier einfach im Bahnübergang schwierig ist. Aber das macht nichts. So, jetzt haben die auf jeden Fall bis auf ein paar Ausreißer wie hier. Das könnte man auch mal neu bauen. Muss aber eigentlich nicht. Hier so wenig los, boah, leck. Hier so wenig los, dass das... Oh, die Box Press. Die Originale sind geil. Die da hier. Die sind ziemlich cool. Die haben auch, glaube ich, megaste Ladung. So, ein anderes Problem, was wir immer wieder ein bisschen angestriffen haben. Hier kommen unfassbar wenig, wie soll ich sagen? Es kommen keine Getreidesorten in rauer Menge raus, weil wir bräuchten hier unten einen Anschluss. Wir haben jetzt hier einen theoretischen Anschluss schon dran. Wir müssten jetzt irgendwie gucken, dass von hier aus... das Getreide angeliefert werden kann. Mit einem maximal großen... Warte. Bringen wir das irgendwie auf die Reihe, dass das so anschließt, ohne dass es kaputt geht? Nee. Ist mir zu weit weg. Hier vielleicht? Hier könnte man es bauen. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir das, was wir eigentlich immer schon machen wollten. Wir füllen hier einfach mal einen Berg auf. Und machen das dann hübscher. So. Machen wir das nicht noch größer? Nee, ne? Wir sind schon ziemlich weit draußen. Okay. Gucken wir mal schnell. Das Feld, das ist mir eigentlich ziemlich Banane, muss ich ehrlich zugeben. So, machen wir das. Dann können wir das jetzt nochmal ein bisschen in ganz hübsch machen. So, einfach ein bisschen hier diesen Pulk abhauen. So, dann kommt hier ein Stresschen her. Darf ein großes sein. Muss nicht so klein sein. Haben die jetzt auf beides Anschluss? Ja. Okay. Der hat Anschluss. Okay. Jetzt kommt der Deal. Wir nutzen jetzt eine 100 km/h Strecke. Ja, ich weiß, 100 km/h ist so wenig. So, okay. Mit dieser Strecke werden wir jetzt hier lang fahren. Ich mache das bewusst jetzt gerade nur einspurig. So, die geht jetzt hier lang. Geht dann hier so ein bisschen rein. Und geht hier an der Stadt entlang. Das ist Absicht so. Geht dann hier rum. Hier will ich sie nicht haben. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt müssen wir nach oben gehen.
weil ich will hier rüber. Na komm. Lebensdauer erreicht. Okay, ist mir eigentlich ziemlich Banane. Nein, ich will hier rüber. Wobei, das könnte man eigentlich auch so laufen lassen. Es kommt bloß gerade, warte mal ganz kurz, es kommt mir gerade ein bisschen zu viel. Ich würde gerne hier drauf gehen. Geht das? It's impossible. Wobei, das ist ein bisschen arg umständlich, ne? Nochmal gucken. Ne, das ist mir ein bisschen zu umständlich. So ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Ticken runter. Dafür länger. Ja, so ist geil. Haben wir da irgendeine... Ja, gut, wir haben da jetzt eine Kollision. Das könnte man auch so machen. Schaut auch geil aus. Wäre aber hier... Ich mag das für den Güterbetrieb eigentlich ziemlich gerne. Hier kommen wir hin, aber hier nicht, oder was? Hier ging's. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir lassen das nochmal oben. Bis ungefähr hier. Und kommen jetzt mit der zweiten Spur raus. So. Ich weiß, ich wollte auch mal wieder mehr mit Passagieren wieder rumdümpeln. Das habe ich auch nach wie vor vor. Ja, das machen wir auch. Hier kommt dann auch ein schöner Lärmschutzwall neuer rauf. Einer, den man ziehen kann, weil ich die total geil finde. So, jetzt sind wir da gleich. Und der hier geht jetzt hier quasi nur entlang. Warte mal kurz. Runter mit dir. Warum will der immer darüber, hä? Können wir das mal einer verraten? Machen wir folgendes. So, der geht hier mit lang. Und schließt dann hoffentlich auf dem Ding an. Ja. Weil der soll eigentlich ja mit dem anderen nur wenig Gemeinschaftliches machen. Aber, und das ist jetzt das Wichtige aber, der soll hier wirklich mitgehen. Der hat dadurch, dass... No, Mother of God, ich kann nichts tun. Hallo. Danke. Ganz großes Kino. So, der hat nämlich jetzt eigentlich einen neuen Auftrag. Und zwar, wir müssen mit dem aufpassen, dass wir auch mit dem richtig weiterkommen. Ein bisschen aufpassen. Irgendwas ist mit den Tunneln momentan nicht so richtig. So. Und da vorne wird er nämlich auf die Hauptroute vereinzelt. Das Problem werden wir dann noch rauskriegen. Und zwar, das wird nämlich ein bisschen umfangreicher vermutlich werden. Ich weiß, ich hätte ihn jetzt auch durchaus volle Kanne in diese eine Strecke integrieren können. Aber ich mag diese Strecke als unsere Zug- und Abbringerstrecke haben. So. Hier oben machen wir es neu. Das kommt nochmal weg. Wo ist denn das Ding da? So. Das bauen wir hier neu. So, hier geht der drauf. Und der kommt jetzt hier wieder mit. So. Und jetzt gucken wir mal. Der geht jetzt trotzdem noch hier drüber. Und der geht hier drüber. Jetzt gucken wir mal, können wir das hinbekommen? Na, das ist das kein... Ja, das sind... Jetzt ist der zu eng. Das ist mir ein bisschen zu eng. Ich muss es bloß irgendwie hinbekommen. So wäre der ganz schick eigentlich. Ich muss bloß aufpassen, hier ist irgendwo ein Signal, das ich gerade nicht sehe. Hier ist eins. Das die den Ausgangspunkt nimmt. Jetzt geht hier eine Doppelkreuzungsweiche, weil die müssen die Züge auch wieder zurückkommen eines Tages. Hier ist es relativ Banane, das können wir aber wirklich ziehen. Damit das aber wirklich eine Doppelkreuzungsweiche werden kann. Und dann müssen wir denen noch sagen, pass auf, du sollst jetzt von hier aus noch hier rüberkommen.
Genau, damit die auch diesen äußeren Sprung hier schaffen können. So. Denn der Zug, der jetzt von... Oh, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das war blöd. Das müssen wir anderswo machen. Weil ich brauche hier noch einen. Fällt mir gerade so auf. Jetzt warte mal kurz. Kriegen wir den auch nochmal? Wir müssen das doch nochmal einen Ticken anders machen. Ja, so merkt man das langsam. Wir ziehen das allgemein nochmal anders in Erwägung. Und zwar ab hier. So, erstmal bereinigen. Als wäre nichts gewesen. So, das ist die Spur, die ins von unserem Depot kommt. Das ist die kommende Spur. Okay, die passt soweit. Dann, das ist die Spur, die letzten Endes die zwei wichtigen sind. Und da wird die jetzt drauf vereinzelt werden. So, hier werden nämlich die Züge rausgeführt, die nicht mehr in diesem vorderen Netz unterwegs sein sollen. Und jetzt gehen wir mit den beiden. Der hier ist der innere. Der kommt da lang. Und der hier ist der äußere. Und den müssen wir jetzt von hier rausziehen. Genau. So. Und das gleiche machen wir jetzt quasi in dem Konstrukt nochmal. So. Weil dann haben wir gar keinen Stress mehr mit den Dingern. So, weil dann laufen die nämlich auf Doppelgleisen und damit haben wir hier im Prinzip ein größeres Dreieck geschaffen, das so vielleicht sogar noch ein bisschen entstretched, wenn man so möchte. Und die hier verteilen sich da dann so oder so richtig raus und die gehen nämlich hier dann wieder weg. So, dafür brauchen wir trotzdem allerdings hier auf jeden Fall jetzt erstmal ein Signal. Können wir auch ein großes nehmen. Hier eins. Und für den Fall der Fälle nochmal hier eins, damit die nicht unkontrolliert auf diese Strecke draufrumpeln. Gleiches System machen wir hier. Alle die, die hier rauskommen, kriegen eins. Und die reinfahrenden, die werden hier auch irgendwo eins nochmal kriegen. Das könnte ein bisschen problematisch werden, aber ich weiß noch nicht. So, hier machen wir Bodensignale. So, dann haben wir hier noch eins. Wie gesagt, da müssen wir auch nochmal gucken, dass werden wahrscheinlich drei Züge werden da wohl verkehren. Und hier kommt der rein, der hier stehen bleibt. Okay, super. Gut, jetzt haben wir nämlich den nächsten Abschnitt und zwar, das ist der Bauabschnitt der Liebe. Der wird hier ein bisschen Gas geben und zwar von hier wird der fahren nach hier. Und das ist unser Getreide... bei der Kreilsheim. So, Getreide nach Kreilsheim. Super. Gut, jetzt brauchen wir für das Gerät natürlich noch ein neues Gerät. Und das gerätet sich von daher. Züge kaufen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt neue Wagen für kriegen, die ein bisschen geiler sind. Das ist jetzt das Wunderwerk der Technik, meine Lieben. Wenn er denn lädt. Ja, der tut er auch. So, also wir wollen eine Lokomotive haben. Erstmal auf Elektrobasis. Was haben wir hier? Ein Regio? Da haben wir doch bestimmt irgendwo ein geiles Gerät. 4-2 ist schon mal gut. 4-2. Sind alle so 4-2 rum. 6, uiuiui, der ist stark. Universallokomotiven für Schnellzügen wie schwere Güterzüge. Da sind wir daheim. Das ist auch ein teures Teil, muss man sagen. So, jetzt gucken wir gerade, ob die hier gelistet sind. Ne, sind sie nicht. Dann sind sie hier drin. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Ich hoffe so sehr. Da sind sie. Getreide. Und wir sagen, hier wird mitgenommen. Eigentlich kann primär alles mitgenommen werden. Da bin ich gar nicht mal böse drum. Das können die nämlich im Übrigen alle, ne? Getreide hier mitschleppen. Ist eigentlich völlig egal, was du da dran hängst. Ja, geht. So, den noch. Dann 25, die können halt deutlich mehr Getreide. Die schaffen hier 34 Getreide durchzujagen.
Das ist schon gar nicht mal schlecht. Jetzt muss ich noch eine Kleinigkeit noch mal ganz kurz angucken, weil da habe ich immer ein bisschen Ahnungslosigkeit in dem Moment. 240 ist das Maß der Dinge. Ja, machen wir das noch mal. Einen vielleicht noch? Ah, ist ein bisschen hoch. Hoch gegriffen, tief gefallen. Haben wir denn noch mal 30 Getreide? Ja, 44 könnte noch gehen. So, den kopieren wir jetzt. Und beide Züge weisen wir auf die Getreide-Kreilsheim-Linie zu. Und da bin ich jetzt mal sowas von gespannt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin quasi geschnitzelt, wenn man so möchte. So. Und wir hatten ja, bevor, die fahren jetzt gleich. Jetzt hat man ja noch gesagt, Mensch, Zwerg, du alte Hupe, du. Jetzt pass auf, hier wollen wir natürlich nochmal eine Schallschutzwand haben, die von hier beginnend fährt. Ah, das ist doof, okay. Aber die machen wir dann ab hier ran. Weil hier kommt ja eh nichts mehr ran. Ah, bauen wir hier eine Schallschutzmauer auf. Das ist so cool, dass das so geil funktioniert. Bis hier, die Stadt so ein bisschen vor der Lärmbelästigung hier schützt. Schöner Mod im Übrigen. Meine Lieben, weil immer wieder, es kommt wirklich alle heilige Zeit vor, dass jemand nach Mods fragt. Ich habe keine aktuelle Modliste, weil das einfach sich permanent ändert. Ich weiß, das ist für manche jetzt eine ganz, ganz traurige oder schwierige Ausrede und viele sind da immer ein bisschen traurig. Ich habe tatsächlich einfach vor Urzeiten aufgehört, für Transport Fever oder Tram Fever eine Modliste zu schaffen. Denn es ist wirklich so, dass ich Mods permanent ändere. Manche schmeiße ich raus, neue nehme ich wieder rein und schwuppdiwupp ist die Modliste nicht mehr aktuell und dann schreit wieder irgendjemand, oh, Zwerg, die Modliste ist nicht aktuell. Irgendwann habe ich aufgehört damit. Das hat einfach organisatorische Gründe, weil ich sie nicht aktuell halten kann. Okay, den schauen wir uns dann auch gleich mal an. Oh ja. Schickes Gerät. Gefällt mir. Fahr, kleiner Zug, fahr. Auch die Wagen schauen super aus. Wenn ihr einen Mod natürlich seht, meine Freunde, wenn ihr einen Mod seht, ja, dann sucht doch einfach, ihr wisst ja, was ist, wie es aussieht, dann findet ihr das auch relativ fix auf den gängigen Seiten. Wenn ich jetzt auf Transport Fever Net unterwegs bin und gucke nach neuen Mods, Freunde, dann schaue ich immer, welche am meisten runtergeladen worden sind und gleich die mit denen ab, die ich habe. Wenn ich einen finde, wo ich denke, boah, der muss rein, dann kommt der natürlich auch dahingehend gleich mit rein. Meistens sind das aber wirklich top, die Top-Mods. Die man einfach, the Must-Have-Mod quasi. So, jetzt kommt hier der Güterzug Nummer Uno. Der ist durch. Wo ist der zweite? Der schiebt hier auch gerade durch. Der blockiert mich hier in Neumark. So, ich hoffe, die können jetzt gleich wegkommen hier. Da kommt er. Ist schon ziemlich langsam hier unterwegs. Das wird aber ja nur jetzt seine Auffahrt sein. Später ist der natürlich ja wieder ganz anders unterwegs. Und hat ja dann auch ein ganz anderes Ziel wieder. Es schaut so gut aus mit den Dingern. Schaut euch mal, wie die schön hier rumgehen. Ach, die Models hier, super gut texturiert. Mal kurz Pause machen, damit man das auch ein bisschen genießen kann. Express, okay. Hier, den kennen wir ja. Das ist ja ein Klassiker mittlerweile. Möchte ich nie mehr missen, diese Box-Sets. Ah, super. Jetzt geht er hier rein. Mach's gut. Und hier wird er ein bisschen schneller, weil bergab, ne? Ganz klassisch. So, der andere wird wahrscheinlich jetzt hier bremsen. Ne, dürfte sogar fahren. Ich hoffe, der fährt, weil der blockiert mir garantiert irgendwann einen Zug hier hinten dran. Ne, da ist hinten dran noch niemand.
Noch ist niemand hinten dran. Die anderen sind sauschnell. Okay, er schaut aber eigentlich optisch gesehen gar nicht so schlecht aus. So. Hier wird er wahrscheinlich irgendwann bremsen müssen. Ja, das Ding geht nicht auf. Und er hängt hinten nicht drin, oder? Nein, er hängt nicht drin. Das heißt, der Zug kann hier durchfahren, der auch immer da kommt. Schiff hat die Lebensdauer erreicht. Müssen wir, wie gesagt... Ja, okay. Jetzt ist der hier unten durch. Hat quasi den Hort hier verlassen. Und jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Stau auf dem Teil wieder mal. Zwei neue Züge sollten das natürlich nicht einfacher machen, ne? So. Stopp. Jetzt gucken wir mal gerade, wo gehen die Kreilsheimer noch rein? Bei der Spritlinie gehen die rein. Das ist weniger geil. Wobei... Die könnten wir auf die 2, auf die 4 setzen. Da wären da 3 Züge drauf. Oder wir setzen es auf die 2. Das wäre auch noch möglich. Hauptsache nicht da rein. So, hier, wie gesagt, hier ist Stau. Aber das sollte ja relativ einfach lösbar sein. Es kommt immer mal wieder so eine Stauphase. Weil dieselben oder immer wieder dieselben Züge hintereinander herdümpeln. Der kommt von hinten schnell rein. Hier oben kriegen wir wirklich einen Stau. Jetzt sind 2 parallel drin. Wenn jetzt der dritte noch reinkommt, dann hat er es geschafft. Ah, jetzt haben wir das Problem. Ja. Da ist das Problem, meine Lieben. Jetzt muss der umdrehen. Das ist nicht, das ist zu nah dran. Fahr zu. So, halten den an. Das müssen wir jetzt lösen, weil sonst klappt es nicht. So, und du darfst jetzt. Fährst du richtig? Ja, du fährst richtig. Okay, das ist gut. Das, wie gesagt, das ist ein Problem, das wir durchaus lösen müssten. Und das können wir nur mit einem einzigen Modus lösen, indem wir das hier wegmachen. Was mir jetzt erstmal so gar nicht so gut gefällt. So, jetzt lassen wir mal fahren. Die müssen nämlich weg wieder, weil sonst staut sich das immer weiter. Oh, wieder neue Sachen. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass die so lange reinstauen. Gut. Klappt sehr, sehr okay. Stehen halt hier mehr rum. Wie ist es bei euch? Okay, die 2 warten jetzt hier. Auch irgendwie schön anzuschauen. Da kommt auch wieder einer. Der ist auch ein bisschen älter. Aber voll. 180. Ich bin auf 180. So, jetzt fährt der raus. Gut. Das könnte uns von Nutzen sein, dass das jetzt ein bisschen auseinandergedröselt ist. Weil die dadurch natürlich folgenden Effekt haben. Die ziehen die Züge jetzt immer weiter auseinander. Und der blockt hier quasi ab. Ich hoffe nur, dass wir diesen Stau hier noch geschickter lösen können. Ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht nochmal erweitern sollten. Weil es sind schon wirklich viele Züge jetzt hier drauf. Und ich hätte gerne hier nochmal eine Linie, die hier direkt den Getreidezug abfrühstückt, weil der Priorität eigentlich hat. Weil ich habe die Befürchtung, dass der Zug nämlich jetzt relativ fix kommt. Der hat auch schon ordentlich geladen da oben. So, die 2 kommen sich langsam auseinander. Hier oben kommt, scheint es mir jetzt so auszusehen, als würden die sich immer ein bisschen verbessern. Aber gut, das kann jetzt auch optisch ein bisschen täuschen. Wir lassen jetzt mal die Züge mal durchlaufen, weil die halt auch wirklich weite Strecken teilweise fahren müssen. Und das sehen wir hier mal ganz schön, wenn die wirklich weit auseinandergezogen sind.
Und hier sollte ja demnächst mal dann langsam dieser Druck hier aufhören, dass die Züge sich wirklich so dermaßen hinterherfahren. Und dann ist auch für diese Züge hier langsam wieder Luft. Weil hier dürfte wahrscheinlich demnächst der nächste irgendwo halb oben hängen. Ja, hier oben. Aber die haben halt Vorfahrt, die Bestandszüge quasi. Aber es schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Jetzt fährt der raus, das ist ganz gut so. Jetzt dürfte der demnächst hier grün kriegen. Ja, kriegt er. Der kann jetzt hier, sich hier einfädeln. Der andere rutscht von hinten nach. Die zwei können sich zum Teil sogar miteinander arrangieren, das ist gut. So, jetzt hat der hier abgeladen und der ist ja absolut wichtig, dieser Zug. Die haben aber auch viel Getreide zum Beispiel geliefert. Dieser Zug hier, der Getreide bringt, ist absolut wichtig, weil der liefert uns ja quasi auf den Zug auf. Nee, nicht auf den Stein, auf den anderen. Ich weiß gerade nicht, wo er rumdümpelt. Der liefert ja Baumaterial im Prinzip quer. So, der dürfte raus. Der muss warten. Der ist auch der Stein. Gut, so viel Stein können die in der Geschwindigkeit gar nicht anliefern. Was allerdings möglich wäre, ist, dass hier irgendwann auch Stein rumdümpelt. Hier liegen auch Brötchen. Haben die auch kein Problem mit. Ich bin mal gespannt, ob dieses System eines Tages sich selbst einpendelt. Weil hier oben steht gerade kein Zug mehr. Da kommt jetzt wieder einer. Ah, das ist das Problem. Ja, das ist zu kurz. Diese ganze Ecke hier ist zu kurz. Die müssten wir insgesamt länger bauen. Da werde ich mal in der nächsten Folge noch ein bisschen rumspielen. Und dann werden wir mal wieder auf Passagiere, glaube ich, mal gucken. Glaube. Aber das müssen wir anders machen. Das muss viel, viel weiter von der Seite kommen. Also hier in einen größeren Bogen reingehen. Und müsste sich hier anders darstellen. Ich glaube, davon würden wir ein bisschen profitieren. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu dumm. Also das ist wirklich blöd. Und dann verändern wir das hier auch. Das wird größer gemacht. Das Gleisvorfeld wird größer gemacht. Damit wir hier besser Ein- und Ausfahrten gewährleisten können. Das ist, glaube ich, eine gar nicht so dumme Idee. Meine Lieben, wie es weitergeht, das und noch vieles mehr, erfahrt ihr zusammen in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.